Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Othello-Niederrhein-Pokal-Finale zwischen Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Oberhausen, das, Sie haben es alle gesehen, Rot-Weiß Essen im Elfmeterschießen gewonnen hat. Ich muss bei aller Freude zunächst einmal mit einer traurigen Nachricht die Pressekonferenz beginnen. Sie haben gesehen und gehört, dass da ein Rettungshubschrauber nach dem Spiel auf dem Parkplatz gelandet ist. Der Grund ist, dass ein RWE-Fan bei aller Freude auf den Zaun geklettert ist und dann so unglücklich runtergestürzt ist, dass er sich so schwer verletzt hat, dass er zurzeit immer noch in der Reanimation ist. Also von daher können wir alle nur hoffen und die Daumen drücken, dass das gut ausgeht. Und unsere Gedanken sind natürlich bei dem Fan von Rot-Weiß Essen. Ja, zum Spiel. Wir hatten 18.500 Zuschauer. 0:0, Elfmeterschießen, da hat es ein paar Torschützen gegeben, aber ich glaube, ich spare mir jetzt, die alle zu nennen. Begrüße also gleich die beiden Trainer, nämlich fast hätte ich gesagt unseren Gast, aber so ganz stimmt es ja nicht, weil es ist ja ein Spiel auf neutraler Ebene gewesen. Begrüße auf jeden Fall sehr herzlich Andreas Zimmermann und Markus Reiter. Und ich denke, Herr Zimmermann ist froh, wenn er es hinter sich hat. Deswegen bitte ich ihn anzufangen mit dem Kommentar zum Spiel. Ja, danke. Natürlich geht auch mein persönliches Mitgefühl auch an den Fan. Ich hoffe, dass da alles gut geht, ja, der wieder auf dem Weg der Besserung ist. Sein wird. Ja, ist natürlich bitter, wenn man hier sitzt als zweiter Sieger. Ja, das ist hart, dass wir gewinnen wollten. Man kann sich jeder vorstellen, das hatte ich auch vorher gesagt, vor dem Spiel. Letztendlich muss man einfach Glückwunsch auch an RWE bzw. an dir, Markus. Ja, hast du uns gut eingestellt. Wir haben einfach aus dem Spiel heraus zu wenig 100% der Torchancen rausgespielt. Wie in vergangenen Spielen, beziehungsweise auch im Halbfinale gegen Duisburg, haben wir heute nicht geschafft. Und ja, wenn es dann ins Elfmeterschießen geht, ist immer, jeder kennt das, 50-50. Ich habe nur gehofft, dass wir das vorher schaffen, ja, weil so eine 50-50-Aktion habe ich überhaupt nicht gerne. Wir haben hier noch Power gehabt, das hat man gesehen. Bei uns musste keiner mit Krämpfen ausgewechselt werden. Das muss ich sagen, kann ich den Jungs nur Dankeschön, beziehungsweise auch den Hut ziehen von meiner Mannschaft, die alles reingeworfen hat, die gekämpft, geackert hat. Und ja, können Sie sich vorstellen, in der Kabine natürlich hängende Köpfe, aber das ist halt Sport. Das ist Sport, das ist Fußball und auch morgen wird die Sonne wieder aufgehen. Und dann arbeiten wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, Andreas Zimmermann. Und nun Markus Reiter. Auch von mir ein paar Worte zu diesem Notfall. Man merkt natürlich dann sofort, dass es noch was viel Wichtigeres gibt als der Fußball. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir heute ein absolut würdiges Finale gesehen. Wir hatten ein volles Haus, von oben konnte man es vielleicht auch sehen. Der Rasen hat Spaß gemacht, man wollte Fußball spielen. Wir haben zwei Teams gesehen, die sich wirklich mit allen taktischen Varianzen und mit jedem Zweikampf da nichts geschenkt haben. Und ich glaube, dass ich da schon zu Recht sagen kann, dass ich denke, dass das Finale auch einen würdigen Sieger gefunden hat. Aus dem Spiel heraus hatten wir aus meiner Sicht die etwas besseren Torchancen. Aber Andreas hat es gerade gesagt, wir spielen Fußball und Fußball kann ganz bitter sein. Wir haben, glaube ich, in der 92. Minute einen völlig freistehenden Steinmetz, der das Ding drüber köpft. Und dann wären die Rot-Weiß-Essener hier sicherlich mit hängenden Köpfen da gesessen. Für mich symbolisch irgendwo für diese Truppe, für diese Zusammenarbeit in den letzten Tagen und Wochen, einfach die Art und Weise, wie wir die Elfmeter schießen, wie sicher, wie souverän die Jungs die Dinger da in die Winkel hauen. Wir wollten das einfach, wir haben es akzeptiert, dass es über 120 Minuten geht und trotzdem gehen wir dahin und hauen die Dinger so sicher da rein. Das hat mir äußerst imponiert.
Ich hatte auch überhaupt keine Mühe, diese 5 Schützen zusammenzufinden. Und auch Nummer 6, 7, 8 waren klar. Das hat mir wirklich imponiert. Und ich kann nur wirklich sagen, absolut Chapeau, Männer, habt ihr euch verdient. Und natürlich auch von mir so ein kleiner Blick in die Kabine. Und da ist natürlich dann jetzt schon die Hölle los. Die Jungs dürfen und sollen heute feiern, weil sie einfach was Großes geleistet haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Markus Reuter. Haben Sie Fragen an die Trainer? Thomas. Haben Sie Elfmeterschießen vorher geübt? Wir haben es tatsächlich geübt. Wir haben es gestern geübt. Genau auf dieses Tor, was absolut Zufall war. Und glauben Sie mir, man kann nicht annähernd diese Situation darstellen im Training. Aber wir haben den Jungs ein bisschen was an die Hand gegeben. Mir war wichtig, ihnen auf den Weg zu geben, dass sie sich ihre Ecke aussuchen sollen, dass sie dafür sorgen sollen, dass sie ihre Ecke scharf treffen. Und das haben sie heute imponierend gemacht. Wie kam es, dass Jürgen Lukas heute auf der Bank saß? Ist das noch ein einmaliges Comeback gewesen? Ja, das ist einmalig gewesen. Wir haben einfach gesagt, das war diesen Aberglauben an Krei einfach nochmal wiederbeleben. Wir haben in den letzten 2 Tagen einfach dazugenommen, haben keine großen Worte darüber verloren. Das war sofort wie in der Zeit davor. Die Jungs haben ihn absolut akzeptiert, das brauche ich nicht erwähnen. Und von daher freut es mich für den Jürgen, dass er das auch so nah miterleben durfte. Das werde ich der Presse genau jetzt mitteilen. Ich denke schon, dass wir ein bisschen zusammensitzen werden. Das wird hier 2 Etagen höher anfangen. Aber dann kenne ich die Pläne der Jungs nicht und das ist vielleicht auch besser so. Weitere Fragen? Gibt es nicht. Dann Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen gute Heimreise. Reise ist übertrieben. Kurze Heimfahrt. Alles Gute für die Zukunft. Vielleicht klappt es ja nächste Mal. Ja, und Ihnen allen noch einen schönen Vatertag und schönes Wochenende. Bis zum letzten Heimspiel dann hier im Stadion an der Hafenstraße. Applaus